Du Scheiße. Porsche Carrera GT, die üblichen Verdächtigen also. Da vorne habe ich auch ein Pagani Zonder gesehen. Also wir fahren hier auch gegen Stufe 1 Autos. Aber auch gegen Stufe 2 Autos. Also gegen Gleichgesinnte und gegen Bessere. Aber das darf hier natürlich keine Ausrede sein. Wow. Ja, hier wird's richtig übel, glaube ich. Wir müssen uns... Boah, da hat's wieder nicht schnell genug nachgeladen. Wir müssen uns schön aus dem Hauptverkehr raushalten, sage ich jetzt mal. Bam. Und so ganz einfach an die Spitze gehen. Boah, bleib weg, Kollege. So, eine kleine Führung rausfahren. Boah. Der Aston ist echt vom Handling her schwer zu bändigen. Muss man so sagen. Boah, Alter. Kollege, Kollege. Boah, diese Dreckskerle. Und jetzt kommt der Aston Martin ja auch nicht wieder in Fahrt, aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Die Typen sind nicht allzu weit weg. Boah, was ist denn das hier für ein Kurs, ey? Gib mir den Abstand, mein Freund. Ich will den Abstand wissen. Ah, okay. Das ist zwar vielleicht ein bisschen demotivierend, aber das kriegen wir noch hin. Hoffe ich. Ha, ärgerlich. Da hätten wir mehr dranbleiben müssen. Egal. Egal. Ja, wir ziehen den Porsche Carrera GT. Nice. Ein Stufe 1 Auto, muss ich dazu sagen. 57%. Wie viel da sind wir? Fünfter. 703. Wir haben 2 Sekunden aufgeholt. Aber das reicht momentan natürlich nicht. Und wir müssen auch noch am ganzen Feld vorbei. Und das wird richtig schwer. Boah. Fuck it. Eieiei. 501, ja, aber hier mache ich wieder den Fehler und bin wieder deutlich weiter weg. Aber das können wir locker schaffen. Da bin ich von überzeugt, aber ich glaube nicht in diesem Run. Da werden wir gleich noch einen Versuch benötigen. Aber ich kann hier jetzt noch schon mal fahren, um mir schon mal ein bisschen den Parcours anzugucken. Und dieses Abdrängen ist das Dümmste, was man machen kann. Wenn man direkt in Konfrontation mit den Gegnern geht, dann kann man nur verlieren, habe ich das Gefühl. Ah, okay. Das Ende ist nochmal ein bisschen fies. Mal sehen, wie wir das regeln werden. Mal sehen. Liebe Carmen, es tut mir leid. Aber I will try it again. So, siebter jetzt nur. Das ist natürlich nicht so gut. Aber das können wir schon irgendwie rocken, bin ich mir sicher. Der Aston Martin und ich, wir kriegen das hin. Seid sicher, Leute. Ja, wenn man einmal in so eine Gruppe reinkommt, kommt man nicht wieder raus. Eben war ich eigentlich schon ganz gut, so wie ich nach vorne gefahren bin. Dann aber ein Fehler, die Typen gehen vorbei, dann rammen sie mich auch noch übel. Eigentlich immer dasselbe. So, jetzt bin ich mal schön durchgekommen. Auf Platz 2. Und jetzt bin ich auch nicht so im Gemenge. Da fahren zwei rum, das ist sehr, sehr schön. Hier fällt einer rum. Ah, verdammt, hätte ich mehr rausholen können. Aber hier mit der Abkürzung kann ich sie wieder kriegen, wollte ich gerade sagen. Aber, wo fährt der Typ denn lang? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt. Kommt schon, Leute. Mann, Mann, Mann. Komm schon, Aston. Aston, alte Sau. So. Hier einbiegen. Ah, die sind natürlich gut, die Gegner. Keine Frage. Das sind natürlich ein paar sehr, sehr gute Jungs. Die mir hier auf jeden Fall Konkurrenz machen werden. Aber momentan sieht es ja ganz gut aus, muss man sagen. Noch. Muss man auch dazu sagen. So, 41% absolviert. Jetzt kommt hier diese lange Autobahnstrecke. Da kann man eigentlich nicht allzu viel falsch machen. Wobei die wahrscheinlich mich irgendwie trotzdem ziehen werden. Wie ich das Spiel kenne. So, keinen Fehler machen. Schön auf die anderen Autos aufpassen. Speeden. 335, so hoch kommt er. Das ist schon ein stattliches Sümmchen. Sündchen, genau. Eine stattliche Sünde. Ne, ein stattliches Sümmchen. 3,15. Ja, wir kommen nicht weg. Nicht wirklich zumindest. Der gute Sea Ridge ist hinter uns. So. Ah, hier habe ich leicht gestriffen, aber egal. So, das musste ich hier gerade mal machen. Sonst wäre ich da übelst gegen die Wand gefetzt. Komm schon.
Kommt schon, das kriegen wir hin. Hoffe ich. Das ist so unfassbar, ne? Das ist so unfassbar. Immer in der letzten Kurve. Es ist einfach... Ich ärgere mich hier einfach echt zu Tode bei diesem Spiel. Ah, und an der letzten Kurve werde ich rumgeschwungen. Okay. Kann man nichts machen, aber ich will das jetzt schaffen, Leute. Wir hatten es fast. Wir hatten es schon fast. Faktisch stehen unsere Chancen bei... ein Achtel ungefähr. Also das ist hier machbar. Für Carmen. Für unser Ego. Wir müssen hier mal so ein Master Event echt mal rocken. Also hier aus den Scharmützeln raushalten. Ne, ich will mich gar nicht mit euch battlen. Ich überhole euch eh gleich. Fahrt ihr, wie ihr wollt. Ich fahre meine eigene Linie. Ah, die blockieren mir hier aber auch jedes Mal wieder egomanisch, wie sie sind, den Weg. Gut, aber habe ich gar kein Problem mit. Fahrt ihr mal alle da lang. Ich gönne mir hier und gehe einfach mal an die Spitze. Jawohl. Sehr gut. Sehr gute Arbeit. So, hier riskiere ich gar nicht, gegen diese komischen Pfeiler zu fahren. Und hier gehe ich einfach mal auf den Speedbreaker, weil ich es kann. Muss ich einfach mal sagen. Just cause I can. Die werden noch rankommen, ich weiß es doch. Sie werden mich wieder mal fressen. Ich habe das doch schon so oft erlebt in diesen Events. Naja, egal. Was will man machen? Ich muss mein Heil einfach in der Flucht suchen. Heil! Ah, lassen wir das. So, den umkurve ich mal ganz galant außen rum. Und da ist unser 2-sekündiger Abstand auf Benny Casa und Borillo wahrscheinlich schon lange weg. Ja, so sieht's aus. Auf der Autobahn werden wir nicht allzu weit wegkommen. Nehme ich mal an. Sieht schlecht aus. Wir müssen einfach alles in diesen letzten Teil des Rennens legen. Ja, Nitro zu geben ist jetzt unnötig, denn 335 schneller wird diese Aston Martin nicht. Ja, 2 Sekunden waren es mal, jetzt sind es nur noch 1,5. Verdammte Hacke. So, hier die Autobahnausfahrt. An dem vorbeimanövrieren. Schön gemacht. So. Hier schön mal den Speedbreaker rein. Damit wir hier wunderschön durchkommen. Hier den Stopper runterholen, mein Gott. Wer braucht den schon? So, noch führen wir. Noch führen wir. So, hier auch nochmal den Speedbreaker rein. Komm schon. So, noch führen wir. Boah, wie langsam war das denn gerade? Komm schon, komm schon, komm schon. Kannst du mir nicht erzählen, dass du mich noch überholen willst, Kollege? Kannst du mir nicht erzählen? Nee, 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 Kollege. Ha! Das ist unserer Sieg, verdammte Scheiße. Und was für eine Dominanzzeit. Guckt euch die Zeit und die Dominanz an. Alter, wir hatten viel zu heftige Gegner einfach. Geld 36.000, das gibt fett. Ruf. Nice. Endlich. Geschafft. Sorry, dass wir gerade ein bisschen gefailt haben, aber das musste sein. Ey, das war nicht nett. Fährt er mir einfach in den Kofferraum ein. Die Drecksau. Alter, und das Taxi beschädigen. So lobe ich mir, meine Kollegen. Gut, das war das. Und jetzt werden wir auch den Job für die gute Rose machen, die Speziallieferung. Auf geht's. Was steht an, Rosie? Nachdem wir... endlich mal Master Event geholt haben, Sprint. G-Max Garage 1911. I love it. Yes. Ich freue mich gerade wie ein Keks. Und was steht jetzt an für ein ominöser Job? Ach, mit Audis kenne ich mich aus. Ich glaube, ist sogar unser Modell, oder? Ne, ein bisschen was anderes, glaube ich. Hey, Süßer. Ich habe hier eine Karre, die wir einer anderen Gang abgeknöpft haben. Das Teil muss in ein paar Minuten beim Kunden sein. Also leg los. Einer anderen Gang, also. Naja, so wie ich das Spiel kenne, wird die sich den irgendwie zurückholen würden. So, ich folge jetzt diesmal der Karte und mache nicht irgendwelche eigenen Dummheiten. Natürlich. Da sehe ich sie doch schon auf der Karte, die Gammler. Ach, ich habe mich verfranst. Die schwarzen Limousinen wieder von einer anderen Gang. So, wir klauen hier gerade für G-Max Gang ein Auto und müssen die Raststätte innerhalb des Zeitlimits einfach erreichen.
Der eine Typ, den haben wir ein bisschen abgehängt, aber der andere ist dicht an uns dran und will uns hier natürlich davon abhalten, diesen Wagen zu klauen. 216 haben wir noch. Und Cops. Das ist ja auch nett. Na geil, was geht mit dem Typen da hinten? Guckt euch den mal an, der macht Breakdance auf der Map. Beschädigen brauchen wir nicht. Noch 2 Minuten. Verstanden, Rose. Verstanden. Ah, Cops und diese schwarzen Limousinen. Das ist natürlich geil, aber die können anscheinend beide nicht mit uns mithalten. Leg einen Zahn zu, sagt mir Rose gerade. Oder sagt mir die Schrift da oben. Verdammt, der Typ ist direkt hinter uns. Das sind dieselben Typen, die Carmen angegriffen haben. Verdammt, und jetzt müssen wir uns selbst verteidigen. Ist ja gut, Rose. Der eine Typ sucht immer noch nach dem Anschluss. Fuck, ich hätte da viel schneller fahren können. Der hat kein Nitro eingebaut. Und jetzt fisten mich die Typen, oder was? Ah, shit. Der zweite ist jetzt auch da. Ach, du Heilige. Ja, den haben wir ein bisschen angenockt, verdammt. Die haben uns gut Zeit gekostet. Mal sehen, ob wir das noch hinbekommen. Jetzt gilt's, volle Konzentration aufzubringen. Ach, das geht ja locker. Rose, ich hab's geschafft. So, tut mir leid, dass ich die Rose gerade mit diesem explodierenden Tankstellengeräusch etwas übertönt habe. Aber die Typen hinter uns dürfen da nicht mehr durchkommen. Das gibt wieder Geld und Ruf. Und es läuft im Moment richtig, richtig gut für uns. G-Max Garage. Carmen Mendez. Hör zu. Hector hat mir erzählt, Zack wäre bei einem Job erwischt worden, dem er nicht zugestimmt habe. Hector war sauer. Bisher habe ich mir gar nichts dabei gedacht, aber jetzt, wo sie verschwunden sind, gibt's da einen Zusammenhang? Ruf mich an. Hector und Zack Mayo. Waren die dann was viel zu Großem drin? Und was hat das mit G-Max Bande zu tun? Jason, du musst ein bisschen lauter sprechen, sonst höre ich dich nicht. Da hat sie eben gerade ein bisschen leise geredet, deswegen konnte man sie nicht so gut verstehen. Und wir haben Checkpoint in Edda Shortcut und den machen wir doch nochmal, würde ich sagen. Wozu der Geiz? Wozu der Geiz? So. Das letzte Rennen dann auch für heute. Etwas kürzere Session. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und, ja. Nice Sache, würde ich mal sagen, wie wir das hier hingebogen haben, nach einigen Versuchen dann doch. Das Master Event gerockt, die beiden Jobs für Chase Lynn, sag ich gerade, mit für Chase Lynn, aber primär für Rose Largo gut absolviert und wir stehen bei G-Mac jetzt richtig gut da, würde ich mal sagen. Und der gute Nickel ist nicht so gut darauf zu sprechen, glaube ich. So, da mal volle Möhre, ich muss mal gucken, wie ich das cutte, die Parts hier, aber... Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr es nicht schon lange gemacht habt, wie ihr den Aston Martin findet. Ich mag ihn auf jeden Fall, ist vielleicht vom Handling her nicht der beste Wagen. Der SLR McLaren wäre deutlich geiler gewesen, aber den hätten wir uns damaligen Zeitpunkt noch gar nicht richtig leisten können. Zumindest nicht voll getuned. Und daher bin ich doch sehr glücklich, dass wir den Aston Martin so genommen haben und hier als James Bond alias Mr. Crazy Oni oder eben umgekehrt die Gegend unsicher machen im Auftrag ihrer Majestät Chase Lynn. Oh, das war nicht so geil gespeed-braked, wenn man das so sagen kann. Egal, egal, egal. So, zack, vorbei. Läuft. Ich liebe diesen Wagen. Der ist echt nice. Kommt dem Vanquish auch sehr nahe, ne? Die sehen recht ähnlich aus, wie ich finde. Also, ich weiß immer noch nicht ganz, ist immer noch dieselbe Aufnahme, ob James Bond jetzt den Vanquish oder den Aston Martin, den DB9... als Aston Martin Modell in seinem Film hat. Auf jeden Fall ja, hat er ihn uns mal geborgt. Hat genauso viele Extras wie bei James Bond, müsst ihr wissen. Und ja, der gute Q macht das brav für uns hier auch. In-game läuft. Wo hat er den benutzt? Das war
Stirb bei einem anderen Tag auf jeden Fall das Ding mit Pierce Brosnan. Da gibt's doch diese geile Verfolgungsjagd auf dem Eis in Island. Wer den Film kennt, weiß genau, was ich meine. Das ist echt richtig geil, die Szene. Und man hat das Gefühl, man wird schneller mit dem Nitro, aber da steht immer noch 335 Stundenkilometer. Na gut. Wir schließen hier ordentlich gut was ab und dieser Checkpoint sollte keine allzu große Herausforderung sein. Läuft. So, nochmal speeden. Unnötig eigentlich, aber egal. Zack, hier auch durch. Ja, der Aston Martin, der ruled. Der ruled richtig gut. So. Und da sehe ich doch eben schon die Ziellinie irgendwo. Richtig geil, muss man sagen. Diese Autobahn-Checkpoints gefallen mir richtig gut. Und die letzten 8% erledige ich jetzt mal so. Ach, Nitro, wo ist Nitro? Da. Bisschen schwierig zu managen hier. Bam. Wunderschön. Und danach dominiert. Mit 2 Sekunden Glück gehabt. Geld und Ruf. Ach ja, es läuft einfach. Gut, Leute. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Need for Speed Undercover. Bis dann und ciao.